Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer doch recht guten Bücherwoche mit keinem abgebrochenen Buch, mit 4 Büchern insgesamt und wirklich einem Highlight, das definitiv auch ein Jahreshighlight ist. Zudem habe ich eine Serie weitergeschaut, nämlich Virgin River. Ich glaube, ich habe in der letzten Bücherwoche schon ein bisschen was erzählt. Muss da jetzt aber von einem Abbruch berichten und ich habe 2 Weihnachtsfilme angeschaut, die ich auch kurz erwähnen möchte. Doch ganz zu Beginn möchte ich jetzt eine kleine Ankündigung machen, denn am Mittwoch, den jetzt folgenden 16. Dezember, gibt es einen Hangout auf meinem Kanal. Zusammen mit der lieben Anka besprechen wir die Neuerscheinungen für das erste Quartal 2021. Wir werfen also einen Blick in die Zukunft. Und eigentlich seid es ihr ja auch von mir gewöhnt, dass es jeden Monat ein Neuerscheinungsvideo gibt. Da ich aber so ein bisschen von diesen Neuerscheinungshinterherrennen weg möchte im neuen Jahr, haben wir gesagt, wir machen jetzt einmal so ein bisschen gemeinsam diesen wunderbaren Hangout, haben bestimmt auch das ein oder andere Buch, was uns beide interessiert und können so auch ein bisschen interaktiv mit euch über die Bücher sprechen und vielleicht auch das ein oder andere Buch, den ein oder anderen Tipp von euch sozusagen mit einholen. Es wird so gegen 19.30 Uhr hier losgehen, seid also gerne im Chat am Mittwoch live mit dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und überlegen dann eben auch, ob das vielleicht ein Format ist, was dann einfach für jedes Quartal so ein bisschen kommt, um doch nicht ganz den Blick von den Neuerscheinungen zu verlieren, weil es laufen einem ja immer wieder Bücher über den Weg, die man spannend findet, die eben dann erst irgendwann später erscheinen und nur dieses wirklich extreme Wälzen auf Foren und Bücherseiten unterwegs sein, um irgendwas Spannendes zu finden, das möchte ich einfach so ein bisschen beiseite legen. Der Sub ist groß genug und über wirklich gute Bücher stolpert man früher oder später sowieso. Und deswegen denke ich, wenn wir uns irgendwie vielleicht auf 2, 3 Bücher jeder pro Monat, dass wir vielleicht irgendwie auf 15 bis 20 Bücher kommen, beschränken. Ich glaube, dann haben wir eine wunderbare Zeit, darüber zu quatschen. Und es wird dann eben auch nicht zu viel. Vor allem, weil Anka und ich ja doch auch immer häufiger merken, dass wir doch das ein oder andere ähnliche Buch auf der Neuerscheinungsliste auch hatten und da auch durchaus Ähnlichkeiten sind. Und ich glaube, dass sich unsere Geschmäcker auch ganz gut ergänzen. Und ja, uns wird es auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Mittwoch mit dabei seid. Warum sitze ich heute hier vor dieser Weihnachtsdeko? Es ist natürlich jetzt der Samstag vor dem 3. Advent. Ja, das bedeutet, in 1,5 Wochen ist Weihnachten. Und dann danach auch direkt schon Silvester. Und ich habe eben gerade ein Türchen zu Ende gedreht, fertig gedreht und dachte, ich kann jetzt auch einfach hier sitzen bleiben. Das Licht steht schon mal, die Kamera. Und dann können wir auch einfach hier heute uns es zum 3. Advent gemütlich machen. Der kleine Samwise ist auch hier, also sollte er wieder umherrennen, dann merkt ihr das auf jeden Fall. Aber er kann zumindest nichts in Bücherregalen irgendwie anstellen, aber hier allerlei Unfug treiben, gut. Hier in dem Zimmer ist nicht ganz so viel, was man irgendwie anstellen könnte. Aber fangen wir einfach jetzt mal an mit den Büchern. 4 an der Zahl. Begonnen hat die Woche auch wirklich mit dem Highlight-Buch, nämlich dem 2. Teil von Kasadim von Julia Dippel, Jenseits der schwarzen Treppe. Dann habe ich von Tanja Jans Wintermeer und Dünenzauber gelesen. War so mein erstes Weihnachts-Winterbuch in diesem Jahr. Dann kam von Katinka Engel der 3. Teil Love is Wild heraus. Den habe ich angehört und musste einfach direkt so gefühlt sein. Und dann habe ich gelesen von Katja Linke Let's Go Himalaya. Ein Buch, das dieses Jahr, glaube ich, ja doch öfter schon mal auch auf BookTube zu sehen war. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Die sind dort auch verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Auch der Leseklub ist drin, mein Instagram. Also guckt da gerne vorbei, wenn ihr da Lust habt. Und holt euch die Infos. Und hier werde ich von der Seite angequietscht. Komm, mein Schätzchen, komm auf die andere Seite. Da hast du Platz. Ja, so ist das hier. Na, mit Katzen erlebt man was. wir starten jetzt aber mit dem ersten Buch der Woche, was auch direkt ein Highlight war oder ist, und zwar der 2. Teil der Kasadim-Trilogie von Julia Dippel, Jenseits der schwarzen Treppe. Mich hat ja Band 1 unglaublich begeistert, geflasht und überraschend war es für mich wirklich ein Highlight in diesem Jahr. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, vor allem weil ja, ich kann es nicht oft genug sagen, das Cover des ersten Teils wirklich schrecklich ist. Aber der 2. Teil sieht jetzt auf jeden Fall schon um einige Längen besser aus, wenn ich es auch nach wie vor irgendwie nicht greifen kann, dass mir irgendwas daran nicht so richtig gefällt. Aber
Es kommt nicht auf die Cover an. Auch schöne Cover können nicht so schöne Geschichten beinhalten. Dementsprechend lassen wir das Cover beiseite. Ich blende es euch ein. Ich habe es als E-Book gelesen. Und ich bin aber schon froh, dass man jetzt beim zweiten Band definitiv ein etwas schöneres Cover gewählt hat. Und ich klaue mal kurz hier meinen Tiger, der, glaube ich, einfach ein bisschen auf die Beine möchte und kuscheln mag, ne? Weil du ein bisschen müde wirst, genau. Ich bin mega, mega gespannt auf Band 3. Der ist für Ende nächsten Jahres angekündigt. Also wir haben hier wahrscheinlich so einen Erscheinungsrhythmus von einem Jahr. Der dritte Teil wird aber dann auch das Ende der Reihe sein. Und ich bin, nach Band 2 super, super aufgeregt, wo das hinführt. Zum zweiten Teil was zu erzählen ist natürlich schwierig. Dementsprechend werde ich so ein bisschen was vom ersten zusammenfassen. Wir haben hier High Fantasy oder vielleicht so eine Art Urban Fantasy. Das ist, glaube ich, nicht ganz trennbar, weil wir zwar eine Protagonistin haben, nämlich Amaya, die eigentlich in der Menschenwelt unterwegs ist, aber selbst eben doch kein Mensch ist. Sie altert merkwürdig anders. Sie ist irgendwas über 100. Denn jedes Lebensjahr erlebt sie im Grunde genauso häufig. Also sie wird 2x2, 3x3 und so weiter. Und sie ist jetzt eben in Menschenjahren, im Menschenalter 16, lebt mit ihrer Familie und einigen, hat auch einige Geschwister leben, die jetzt an diesem Ort, ja, wo auch sonst, Steffi. Und ihre Eltern haben aber ein Geheimnis, beziehungsweise die ganze Familie hat ein großes Geheimnis, was nicht nur mit dem Alter zu tun hat, sondern eben auch mit gewissen Fähigkeiten, die Geschwister, die sie hat oder auch ihre Eltern. Ihre Eltern können auch Kontrolle der Gedanken ausüben und da merkt man recht schnell, dass sie da aber definitiv die Möglichkeit hat, das auszublenden bzw. ihre Gedanken und Erinnerungen zu behalten. Eines Tages kommt ein Fremder, den ihr Vater in den Keller sperrt, bis es dann einen Überfall auf das Haus gibt und der Fremde, er heißt Noah, im Grunde sagt, ich kann dich und deine Geschwister retten, folgt mir, wir gehen in das Reich von Khazad-dim. Und so begleitet er im Grunde sowohl Amaya als auch ihre Geschwister in dieses Reich und dort treffen wir auf allerlei Kaiser, Königreiche und wir erfahren, was es mit Amaya und ihren Geschwistern in diesem Reich auch zu tun hat, warum sie im Grunde so lange in unserer Welt waren und wir erfahren auch, dass Noah irgendwie ein Kronprinz ist einer recht dunklen Welt. Das ist so ein bisschen der Anfang des ersten Bandes und es klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig spektakulär, beziehungsweise irgendwie schon nach einer klassischen Jugend-High-Fantasy-Geschichte und das ist es im Grunde natürlich auch. Aber das Besondere an Julia Dippel ist tatsächlich die Welt, die sie erstellt. Das ist gigantisch, was sie da mit Worten uns erzählt, wie sie uns Orte näher bringt, wie sie Bilder zeichnet, wie sie diese schafft, wie sie die lebendig macht, wie intensiv sie uns auch durch dieses Reich, durch Khazad-dim führt und was wir alles zu sehen bekommen von unterschiedlichen Ländern, Städten, Menschen, Orten und das ist wirklich unglaublich großartig. Also wirklich, das macht Julia Dippel für mich besonders und ich finde das wirklich der Hammer und auch die Geschichte mit ihrer Spannung hat so eine Sogwirkung auf mich. Ich habe den ersten Teil, ich glaube, in 2 Nächten weggelesen und auch den zweiten Teil. Ich konnte dann gegen Ende auch gar nicht aufhören und dachte, ich muss jetzt wissen, wie das Buch endet. Um dann zu sagen, nein, das hat sie doch nicht wirklich getan. Ja, so war in etwa meine Reaktion am Ende des zweiten Teiles. Es ist auch nicht nur so, dass Amaya und Noah, die sich dann doch ein bisschen als Hauptcharaktere auszeichnen in dieser Geschichte, dass die besonders häufig dargestellt werden, dass die intensiv und tiefgründig gezeichnet werden. Nein, wir haben auch Nebencharaktere, die ein Gesicht bekommen, die einfach so wunderbar miteinander interagieren und das wirkt einfach so frisch, so anders, so innovativ und tatsächlich in diesem Genre für mich wirklich auch besonders, denn natürlich kenne ich hochkarätige High Fantasy aus dem Erwachsenenbereich, aber hier sind wir ja wirklich auch, was so ein bisschen die Brutalität und so angeht und auch ein bisschen die Liebesgeschichte dazwischen, sind wir natürlich schon eher im Jugendbereich und da merkt man ja oftmals, ja, das ist so ein 0815-Schema, aber Julia Dippel, die macht hier was mit mir und ich weiß nicht was. Also ich rege mich auf, ich lache, ich weine, ich fiebere mit, ich bin mitten dabei und ich finde das einfach unglaublich großartig. Und wer also Jugendbüchern offen gegenüber ist und auch High Fantasy mag, der muss unbedingt in diese Buchreihe reinschauen, weil ich wirklich finde, dass Julia Dippel es großartig hier drin macht. Durch die Anlage von den Charakteren zu den Ländern, zu den Handlungen, die einfach großartig erzählt sind. Das ist spannend und packend und
es ist auch so schön, dass wir zwar schon irgendwie auch eine gewisse Liebesgeschichte hier drin haben und dass die auch irgendwie im Fokus steht, aber die ist mal so anders. Das ist nicht so, oh, er ist der Böse und ich bin die Gute und oder ich bin das schüchterne Mädchen und er, was weiß ich, sondern da stehen sich einfach mal zwei Charaktere auf gleicher Höhe gegenüber und nehmen sich ernst, nehmen sich wahr und schätzen einander. Und ich finde, das hat man im Jugendbuchbereich viel, viel, viel zu selten. Und mir hat das unglaublich einen großen Spaß gemacht. Also ich habe die Geschichte sehr, sehr genossen. Ich fand den zweiten Teil überhaupt nicht langweiliger oder sonst was, wie man es ja vielleicht sonst oft von zweiten Teilen kennt. Ich fand den ebenfalls großartig und für mich wirklich in diesem Jahr eine Reihe, die mich sehr gepackt hat, sehr begeistert hat und ja, auch wirklich mit so ganz unterschiedlichen Emotionen, die mich begleitet haben, mir in Erinnerung bleiben. Ich bin so, so, so gespannt, was mich nächstes Jahr und was uns im nächsten Jahr dann im dritten Teil blüht, weil das kann eigentlich nur gut werden. Aber natürlich auch gemein und böse und zerstörerisch und ich glaube auch, dass wir Taschentücher brauchen. Aber ja, ich finde es eine Wahnsinnsreihe, die mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht hat, die mich so begeistert. Und ja, das für ein Jugendbuch, das habe ich tatsächlich dann doch seltener und ja, hat mich geflasht. Und auch der zweite Teil, wirklich 5 Sterne, großes Buchkino, wirklich ganz, ganz toll. Dann zu einem Buch, das es neben Casa Dim ein wenig schwer hatte, nämlich Wintermeer und Dünenzauber von Tanja Jans. Ja, mein erstes Winter-Weihnachtsbuch in diesem Jahr. Mich hat hier das Cover angesprochen, der Titel, der Klappentext, es klang nach einem Wohlfühlbuch. Wir sind hier an der Ostsee und es wird ein bisschen winter-weihnachtlich und ja, darauf hatte ich mich sehr gefreut. Ich kann vorneweg sagen, dass das Buch für mich wohl besser funktioniert hätte, wenn ich es gehört hätte. Und es hat mir mal wieder gezeigt, dass Wohlfühlbücher zum Selberlesen nicht so ganz meins ist, dass das für mich definitiv, wenn es mir vorgelesen wird, besser funktioniert. Und ich glaube, das wäre hier tatsächlich auch der Fall gewesen. Ja, wir treffen auf Jana, die sich von ihrem Partner getrennt hat und nach einer relativ langen Zeit von Gran Canaria wieder zurückkommt an die Nordsee in ihren Heimatort St. Peter-Ording. Dort angekommen fühlt sie sich nach den ersten Spaziergängen doch recht wieder heimisch. Sie trifft auch ihren Bruder, ihre Eltern, sie trifft ihre Freunde wieder und merkt recht schnell, dass sie die Nordsee doch sehr, sehr vermisst hat, dass das ihr Zuhause ist und ja, dass sie sich hier auch direkt wieder wohlfühlen kann. Zusammen mit ihrer Freundin Pütti macht sie einen kleinen Geschenkeladen auf gegenüber einer Buchhandlung und dort findet sich im Grunde alles, was irgendwie selbst gemacht werden kann. Von Ölen über Seife, über Heilsteine, bekommt also auch so ein bisschen diesen esoterischen Hauch, sage ich jetzt mal, obwohl ich das gar nicht negativ meine, sondern einfach darunter kann man sich, glaube ich, tatsächlich was vorstellen. Und eines Tages kommt, oder immer wieder kommt der Buchhändler Ike zu ihr herüber und besucht sie durchaus sehr häufig und sie denkt sich schon, was könnte es damit auf sich haben? Und dann merkt sie aber doch, dass er irgendwie ein Geheimnis hat. Und ja, er kommt dann eben eines Tages zu ihr und hat ein Anliegen, nämlich, dass er den Zauber des Meeres einfangen möchte. Und ja, ob das klappt und wie das klappt, das müsst ihr dann am Ende selbst hören oder auch lesen. Es gibt definitiv das Hörbuch, eine liebe Freundin von mir hört es auch gerade und ich glaube, dass das wirklich für mich so ein bisschen besser gewesen wäre, als es selbst zu lesen. Denn für mich muss ich schon sagen, dass die Geschichte, sie war flüssig, es war sehr leicht zu lesen, es war an mancher Stelle aber fast ein bisschen zu banal erzählt. Ich finde auch, dass ein bisschen Aufregung, Spannung der Geschichte durchaus nicht schlecht getan hätte. Und das meine ich eben, sowas funktioniert beim Hören viel einfacher, weil ich ja sehr oft auch höre, während ich meinen Haushalt mache, Wäsche, Geschirrspüler und so weiter. Und da bin ich natürlich so mit ganz wenig Prozent in meinem Kopf schon ausgelastet bei diesen Tätigkeiten, die man so routiniert macht. Und dann ist das gar nicht schlimm, wenn mal so eine Phase kommt, wo gerade nicht ganz so viel passiert. Während man beim Lesen natürlich doch recht schnell denkt, naja, jetzt könnte die Geschichte auch mal wieder so ein bisschen an Fahrt aufnehmen. Also das ist für mich eben so ein bisschen der Unterschied. Deswegen so mein Gedanke, ich glaube, als Hörbuch hätte es besser funktioniert. Die Geschichte plätscherte mir tatsächlich auch ein bisschen zu weit hin und ich hatte oftmals so nach 50 Seiten keine Lust mehr weiterzulesen und dachte so, ach, jetzt bin ich irgendwie auch so ein bisschen zu entspannt und eigentlich hätte ich jetzt gern wieder ein bisschen was Lebendiges und habe dann eben tatsächlich auch gerade dann Montag, Dienstag direkt zu Casa Dim wieder gegriffen oder bin dann eben auch auf das Hörbuch, was ich gehört habe, gestiegen. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen, also es war nichts da, wo ich gesagt hätte, ich breche es ab oder ich pausiere oder, ne? Das war schon nicht schlecht, aber eben auch nicht so, dass die Spannung durchgängig mal für 2-3 Stunden gehalten hat.
Zudem muss ich auch sagen, dass mir wie Jana so ein bisschen dargestellt wurde, da wurde ich nicht so richtig warm und fand es auch ein bisschen schade, wie man sie gezeichnet hat, während ich Ike tatsächlich ganz cool fand und tatsächlich auch so seine Ideen und Gedanken mochte. Die Liebesgeschichte war dann ein bisschen unromantisch und auch wenig Emotionen waren vorhanden. Und jetzt komme ich aber zum großen Aber, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat an der Geschichte. Und zwar war das eben das Setting in St. Peter-Ording, das an der Nordsee sein. Das fand ich wirklich richtig toll. Das hat die Autorin mega gut gemacht. Also man hat förmlich die Meeresbrise gerochen. Man stand mit Jana eben am Strand. Man hat die Nordsee beobachtet. Man hat das Meer rauschen gehört. Und das hat für mich die Autorin wirklich toll gemacht. Immer wieder, wenn auch der Laden im Grunde beschrieben wird, wenn wir da unterwegs sind, wenn wir in der Stadt, in dem Städtchen unterwegs sind, wenn wir Leute treffen, auch die Nebencharaktere, die hat Tanja Jans wirklich ganz, ganz toll gezeichnet und wirklich auf so ganz besondere Art und Weise. Ich fand das richtig toll. Das hat mich wirklich begeistert und ich glaube auch an der Geschichte dran gelassen, weil so die Hauptgeschichte war eben einfach so ein bisschen banal und normal und es kam halt auch nicht ganz so die Weihnachtsstimmung auf, eher so eine Winterstimmung. Es wurde schon weihnachtlich und ich glaube auch dann, ab wann es da losging, aber es hat halt auch so ein Stückchen gedauert, ne? Also wenn man irgendwie an Wintermeer und Dünenzauber denkt, ja gut, hat jetzt nichts Weihnachtliches im Titel, aber ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand die Geschichte gut, aber tatsächlich mehr und weniger eben auch nicht. Ich fand sie auch unterhaltsam an mancher Stelle und ich mochte eben einfach das Setting an in St. Peter-Ording. Das hat mir echt gut gefallen und ja, war okay. Wie gesagt, ich vermute, es hätte als Hörbuch besser geklappt, aber ja, wenn ihr gerne Hörbücher hört, probiert es mal aus. Ob lesend, ja, das muss eben einfach jeder immer. Es ist halt tatsächlich so eine Geschmackssache bei diesen Wohlfühlbüchern, was einen da mitreißt und ja, wie entspannend es dann auch sein darf, ohne dass man sagt, es war jetzt wirklich langweilig. Also von daher würde ich jetzt am sagen, es war gut, es war okay, aber nicht mehr und nicht weniger. Und dann kommen wir auch schon zum besagten Hörbuch der Woche, nämlich der dritte Teil der Love is Reihe von Katinka Engel, Love is Wild. Bereits gehört habe ich, glaube ich, im Oktober Love is Loud and Love is Bold und ich habe beide richtig gut gefunden, die haben mich super gut unterhalten. Und auch der dritte Teil wurde von mir jetzt direkt gehört nach Erscheinen. Sprecher sind Dagmar Bittner und Moritz Pliquet. Dagmar Bittner kenne ich, Moritz Pliquet hat mir tatsächlich vom Namen noch nicht so richtig was gesagt, fand ich aber beide gut, haben wunderbar ja, ihre Protagonisten sozusagen vertont und gibt es überhaupt nichts zu meckern, war auch richtig toll. Auch der Unterschied der Sprechlautstärke wurde gut angepasst, was man ja immer mal wieder so ein Problem hat oder hatte, fand ich hier tatsächlich ganz gut abgemixt und ja, hat mir auf jeden Fall von der Tonqualität schon mal sehr gut gefallen. Von Katinka Engel habe ich ja auch im letzten Jahr diese Second Chances Reihe gelesen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Hier habe ich mich ja ganz bewusst auch für das Hörbuch entschieden, weil ich eben einfach dachte, dass das durchaus eine Geschichte ist, die in diesem Format gut funktionieren kann. Und ich habe das ja auch im Oktober in einer Phase gehört, wo es mir nicht so gut ging. Und da war es auch tatsächlich eine ganz gute Entscheidung, das als Hörbuch zu hören, weil ich beim Hören definitiv mehr meine Gedanken ausschalten kann als beim Lesen. Und ja, aber lange Rede, kurzer, wir sind wieder in New Orleans, das sind wir ja bereits seit dem ersten Teil und hier muss ich echt sagen, dass ich das Städtefeeling auch im dritten Teil wieder großartig finde. Also, dass wir in New Orleans sind, dass wir da mit Musik zu tun haben, mit Jazz, mit einer Band und ich finde einfach, dass das Katinka Engel super rübergebracht hat und mich wirklich damit auch im dritten Teil sehr, sehr eingefangen hat. Wir begleiten Curtis und der hat seit dem Tod seiner Eltern große Probleme mit seinen Gefühlen, besonders mit Wut und diese dann eben auch in den Griff zu bekommen bzw. unter Kontrolle zu halten. Er ja, verarbeitet es mit der Trauer nicht so richtig gut und merkt auch selbst, dass so wie er ist, das nicht einfach ist für alle um ihn herum und auch nicht für ihn selbst. Aber in Trauerverarbeitung, ja, das ist natürlich immer schwierig. Jeder geht diesen Weg anders. Und ja, er hat eine lockere ja, Sexbeziehung, würde ich jetzt tatsächlich so sagen, mit seiner Mitbewohnerin Emery. Und ja, sie beendet diese Beziehung aber dann aus verschiedensten Gründen, die durchaus auch nachvollziehbar sind. Und dann merkt aber Curtis, dass er doch
ja, nicht so ganz ohne sie leben möchte und auch so, wie er sie jetzt behandelt hat, eigentlich nicht so richtig gut war und dass er sie doch viel mehr mag, als er so eigentlich irgendwie dachte. Und ja, das bringt ihn natürlich so ein bisschen zum Nachdenken. Doch er muss natürlich vordergründig lernen, mit der Trauer umzugehen und auch mit seiner Wut, dass er die in den Griff bekommt und muss da an sich arbeiten. Und ganz toll fand ich eben auch den Erzählstrang von Emery, die eine absolut selbstbewusste Frau ist, die im Leben steht, die aber nicht zu abgehoben ist. Es gibt ja auch ganz oft in Romanen, dass immer so extrem Charaktere gezeichnet werden. Das haben wir hier nicht. Emery weiß, was sie will. Sie ist stark, sie ist selbstbewusst. Und ja, das ist tatsächlich auch was, was in Beziehungen und Freundschaften ihr nicht immer ganz so gut tut oder leicht fällt, weil sie da eben doch des Öfteren einfach aneckt. Und wir haben hier zwei Charaktere, die eben irgendwie ihren Weg suchen wollen, müssen, sollten, aber doch manchen Weg auch einfach alleine gehen müssen. Und ich fand den dritten Teil ebenfalls sehr, sehr gelungen. Zwar fand ich bisher tatsächlich den ersten am stärksten. Der hat mich wirklich komplett in dieses New Orleans, in diese Musikszene gezogen. Aber ich fand eben auch Band 2 und 3 und jetzt eben besonders auch Love is Wild richtig, richtig toll. Hat mich sehr gut unterhalten. Die Musik spielt eine große Rolle und das finde ich einfach richtig toll, wie Katinka Engel diese Liebe zur Musik rüberbringt und auch die Band und die Nebencharaktere. Wir kennen da natürlich schon ganz viele, treffen wir auch wieder. Auch liebgewonnene Charaktere sind wieder da und das ja, fand ich einfach richtig toll. Diese ganze Serie, Reihe, man kann sie ja mehr oder weniger auch unabhängig voneinander lesen. Aber ich fand alle drei Teile sehr gelungen und herausgestochen hat für mich aber der erste, aber wirklich nur mit einem Mühe sozusagen, wie man sagt. Ich fand die Reihe auch sehr, sehr gelungen und ich mochte wirklich dieses Musikthema. Ich fand New Orleans toll. Ich fand die Geschichten unserer Charaktere in allen drei Bänden ganz toll. Ich fand auch den Weg hier von Curtis sehr authentisch dargestellt und nachvollziehbar und dass es eben auch nicht immer leicht ist, so einen Weg zu gehen, dass Veränderung nicht leicht ist und dass man eben ja manche Wege auch allein gehen muss und einem dabei eben auch niemand helfen kann und ja, das auch tatsächlich gut ist, dass man die alleine geht. Und ich mochte auch einfach Amory. Ich habe die wirklich sehr ins Herz geschlossen. Ich finde es toll, dass sie eben einfach weiß, was sie will und dafür einsteht und eben auch sich durchaus bewusst ist, dass sie nicht weniger wert ist. Und ich finde das tatsächlich auch mal ja, ein Frauenbild, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, fällt mir oft in diesen Romanen schwer. Aber hier fand ich das tatsächlich richtig toll rübergebracht und das hat mir auch super gut gefallen. Ich fand auch wieder die Liebesgeschichte richtig, richtig toll erzählt. Die hat mir auch einfach Freude gemacht, da mitzugehen, wie die Entwicklungen sind, wie Tiefgründigkeiten eben entstehen können. Auch die Charaktere sind toll gezeichnet und es macht es eben auch einfach so eine Spur realistisch und so schön. Und ja, also ich fand es einfach toll. Ich hätte vielleicht im dritten Teil ein bisschen mehr New Orleans gewollt, aber ja, das hatten wir im ersten Teil sehr extrem und wahrscheinlich orientiert man sich da jetzt ein bisschen dran. Aber das ist einfach für mich so ein bisschen im zweiten und dritten Teil ein bisschen kurz gekommen, was ich aber einfach schön fand, wie wir da durch die Straßen gezogen sind und eben auch einfach in Bars und so unseren Spaß hatten und eben auch Musik. Und ja, das ist so im dritten Teil ein bisschen weniger gewesen, so ein bisschen auch, wie es schon im zweiten Teil weniger war. Aber ich kann die Reihe absolut empfehlen. Ich mag das super gerne und wer vielleicht ein bisschen erwachseneres, ja, man sagt ja klassisch, das ist so New Adult, das ist es für mich aber nicht. Ich finde es definitiv erwachsener, weil auch die Charaktere erwachsener sind und doch ein bisschen mehr schon im Leben stehen. Also, na, das ist ja eben einfach ganz wunderbare Liebesgeschichten, die mir einfach auch großen Spaß gemacht haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch der Woche, das ich dann am Wochenende gelesen habe, und zwar Let's Go Himalaya von Katja Linke. Ein Buch, das im Sommer so ein bisschen öfter mir auf BookTube begegnet ist oder auch auf Instagram. Ich bin ja ein großer Fan von Reisebüchern, Reisenabenteuern und finde auch den Himalaya und besonders natürlich Tibet und den Mount Everest super, super spannend. Und umso neugieriger war ich dann auf dieses Buch, das ich dann ertauscht habe. Bei Tauschticket hatte da richtig Glück. Also das Buch ist wirklich in einem sehr guten Zustand gewesen und jetzt natürlich auch von mir einmal liebevoll sozusagen gelesen. Ja, es ist ein erzählendes Sachbuch. Es hat also nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, beziehungsweise ist es auch nicht ein reines Reiseabenteuer-Tagebuch, sondern hier erzählt Katja Linke eben ihre Reise, durchaus eben auch mit Dialogen gespickt, was ich anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand. Aber ja, es sind viele Informationen, und die wir hier erleben, und die sind schon irgendwie so geschrieben, als wäre es eben
ein erzählender Roman. Es ist aber tatsächlich passiert, also dieses erzählende Sachbuch. Ein Genre, das mir vorher, glaube ich, noch nicht über den Weg gelaufen ist, was ich aber tatsächlich, als ich da mal drin war, ganz spannend fand. Ja, Katja Linke ist Ärztin und hat eine Familie, hat auch zwei Kinder, einen Ehemann und ja, sie hat eine schwere Krebserkrankung, schafft es sich da aber gut wieder rauszuziehen, merkt aber, dass das Leben eben nicht nur Arbeit, Stress bedeutet, sondern sie auch so ein bisschen Fernweh hat. Und sie möchte reisen, sie hat den Mount Everest vor Augen und plant diese Reise. Und dann macht sie sich eben zusammen mit ihrer damals 11-jährigen Tochter Julia auf den Weg, tritt diese Reise nach China, nach Tibet an und ja, wir erleben so ein bisschen ihre Reise und das eben sowohl durch die Augen von Katja selbst, als eben auch durch die Augen ihrer Tochter, die ja mit 11 die Welt nochmal ganz anders wahrnimmt, als wir Erwachsenen das tun. Dort angekommen gibt es erstmal relativ merkwürdige Probleme an der chinesischen Passkontrolle, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, ja, da werden so manche Klischees dann tatsächlich, oder was man so vermutet, tatsächlich erfüllt. Das fand ich ein bisschen schade, aber es ist ihr eben tatsächlich so passiert. Und da war ich auch so ein bisschen irritiert und dachte, so als Frau ganz allein, dann noch mit einer Tochter, diese Verantwortung ist natürlich immer ein bisschen happig. Da habe ich schon gedacht, ja, das kann natürlich nochmal in Richtungen gehen, die ich erwartet hätte, die aber zum Glück nicht eingetroffen sind. Dort angekommen hat sie einen Führer zugeteilt bekommen, nämlich Pubu, der für sein Land eintritt und eben auch verständlich erklärt, wie die Kultur funktioniert, die Menschen, wie das System im Grunde angenommen wird, wie das gelebt wird und er ihnen immer wieder auch so ein bisschen den Vergleich zeigt, wie Europäer eben so ein bisschen ticken und dann eben auch wie seine Landsleute da herangehen. Und das ist ein wunderbares Miteinander gewesen zwischen dieser Truppe, also zwischen dem Einheimischen und eben auch so, ja, Katja Linke, die gefühlt wirklich ganz typisch deutsch ist und natürlich auch europäische Werte einfach mitbringt. Und es hat viel Spaß gemacht, so ein bisschen dieses Gegensätzliche zu finden und zu merken, dass wir doch gar nicht so ganz unterschiedlich sind, sondern ja, uns manche Dinge wohl gar nicht schlecht täten und auch einfach unsere Erwartungshaltungen, also vielleicht manchmal ein bisschen runtergeschraubt werden müssten. Dann macht sie sich da innerhalb der Geschichte eben auch auf den Weg zum Mount Everest und zum Basislager und ja, dort treffen wir dann noch auf den Mönch Tashi, der ihr eben nochmal eine ganz andere Seite zeigt und natürlich als Mönch durchaus auch den Buddhismus ihr ein bisschen näher bringt. Und das hat mir natürlich auch großen Spaß gemacht, weil ich dieser buddhistischen Philosophie sehr nahestehe, sehr interessiert daran bin, viel darüber gelesen, gehört habe und mir vieles daraus auch einfach sehr gut tut in meiner Glaubensweise und ich es eben tatsächlich auch gar nicht als Religion verstehe, sondern als Philosophie und ich einfach merke, ja, damit kann ich mich irgendwie auch identifizieren. Ja, sie ist dann eben auch, das Ziel ist eben, ja, im Grunde natürlich zum Basislager des Mount Everest zu gehen und diesen Weg gehen wir dann sozusagen auch mit ihr. Anfangs hatte ich tatsächlich so zwei, drei Einstiegsprobleme eben mit diesem erzählenden Sachbuch, mit diesem, eigentlich erzähle ich einen Bericht, aber irgendwie fühlt es sich auch an wie ein Roman und irgendwie war ich ein bisschen verwirrt, aber als ich dann, sag ich mal, so die ersten 50 Seiten durch hatte, war ich doch positiv überrascht, welche Wirkung das auf mich als Leser hatte und ich fand das tatsächlich richtig gut gelöst. Also ich glaube, so einfach Tagebucheinträge wären zu langweilig gewesen, zu viele Infos, einfach nur ein Sachbuch wäre auch irgendwie nicht richtig. Ich fand, glaube ich, die Mischung tatsächlich ganz gut. Ich mochte besonders die Verbindung, die hier herrschte zwischen Mutter und Tochter. Dieses Grundvertrauen, dieses Verlassen aufeinander, das fand ich richtig toll ausgearbeitet. Das hat sich sehr authentisch angefühlt und erinnert mich auch an eine Reise, die ich zusammen allein mit meiner Mama und meiner Schwester gemacht habe. Und da eben einfach merke, da muss sich Mutter eben durchaus auf ihre Töchter verlassen können und eben auch umgekehrt. Und ja, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, als Vater dann eben zu Hause saß und dachte, oh Gott, was machen meine Mädels da in dieser Welt? Und das hat sich für mich wirklich echt angefühlt und auch wie die Verbindung von beiden so ein bisschen gewachsen ist, näher gekommen sind. Das hat mir richtig toll gefallen. Zudem eben auch der Führer Pubu, der hier ja wunderbar in Szene gesetzt wird, der uns eben von seiner Kultur erzählt und auch von seinem Glauben und das mit ganz viel Respekt auch behandelt wird, sowohl wie er den Europäern gegenübersteht, als wir eben auch Katja Linke erleben, wie sie respektvoll damit umgeht und das fand ich richtig toll, weil nur so kann man eben was mitnehmen, nur so kann man was lernen, wenn man eben in diesen Ländern unterwegs ist und das fand ich richtig toll. Wir erhalten auch ganz viele Gedanken eben zum Buddhismus und
Das regt nicht nur die beiden selbst zum Nachdenken an oder auch zum Infragestellen, ob das europäische Denken immer so richtig ist, sondern natürlich auch uns Leser, weil wir natürlich vieles hier aus diesem Raum genauso kennen wie Katja Linke und uns da eben auch einfühlen, einfinden können. Und wenn man da ein bisschen offen herangeht, findet man da ganz viele Lebensweisheiten, die ganz abseits vom Buddhismus eben auch einfach für normale Leben sozusagen funktionieren und ja, das hat mir auch richtig gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war tatsächlich, dass ich irgendwie, es gibt keine Reiseroute, es ist nicht angezeigt, wo es lang ging. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte ich mir gewünscht. Und es sind tatsächlich auch nur relativ wenig Bilder enthalten, was ich auch ein bisschen schade finde. Natürlich kann man jetzt sagen, man reist und möchte vielleicht seine Erinnerungen im Kopf haben, nicht fotografierend. Aber wenn ich doch irgendwie plane, vielleicht ein Buch zu schreiben, dann mache ich doch irgendwie mehr als 3, 4, 5 Fotos, fand ich so ein bisschen. Fand ich ein bisschen schade, dass hier wirklich nur 3 Fotos irgendwie drin sind. Das, ja, und die Reiseroute hätte mich halt auch irgendwie interessiert. Da hätte man schön so ein bisschen einfach mit, gedanklich dann mitreisen können. Und es war vielleicht ein bisschen zu viel an Fakten und Theorie. Ich hatte manchmal das Gefühl, jetzt will man hier mit dem Wissen, das man aufgesogen hat, auch ein bisschen angeben. Ja, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber es war ein tolles Buch, was ich wirklich empfehlen kann, wenn man sich für den Himalaya interessiert, für den Mount Everest, wenn man wissen will, was ist Shangri-La, wird hier auch eine Rolle spielen. Wenn man einfach den Weg einer doch relativ normalen Familie, einer Mutter mit Tochter folgen möchte und besonders diesen Blick durch die Augen von Julia, die fand ich einfach toll. Weil natürlich eine 11-Jährige einfach nochmal ganz andere Fragen stellt und das fand ich schön, weil natürlich haben auch wir manchmal so kindische Fragen im Kopf, wo wir uns vielleicht auch gar nicht trauen, diese zu fragen, aber Julia natürlich kein Blatt vor den Mund nimmt, weil sie eben ein Kind ist. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Es war dadurch sehr locker und sehr frisch und der Stil war dann eben auch sehr angenehm zu lesen und es war auch überhaupt nicht schwierig, man konnte da immer gut drin bleiben und man hat dann eben auch wirklich die Ortsumgebungen und Städte und ja, dann natürlich auch Kloster und spätestens das Basislager von Mount Everest ist natürlich großartig, wenn man da einfach mal so ein bisschen was davon liest. Also tolles Buch, hat mir sehr gut gefallen mit 1, 2 kleinen Kritikpunkten, aber dennoch absolut lesenswert und hat mich wirklich auch gut unterhalten und mir sowohl den Himalaya als auch den Mount Everest als dann eben auch den Buddhismus wieder ein bisschen näher gebracht. Und das waren sie dann jetzt auch schon, die 4 Bücher der Woche und tatsächlich eine schöne Lesewoche, die mir gut gefallen hat. Und ja, ich bin natürlich neugierig, was ihr so gelesen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare und würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann habe ich auch noch ein wenig weitergeschaut in Virgin River. Da läuft ja auf Netflix jetzt die 2. Staffel. Ich muss aber sagen, ich habe, glaube ich, dann irgendwann bei Folge 5 oder Anfang Folge 6 auch einfach jetzt gedacht, ach, ja, ich habe tatsächlich so meine Probleme mit der 2. Staffel. Zum einen gibt es eine Dreiecksgeschichte, die ich ganz schrecklich finde. Also beide Frauen kann ich einfach nicht verstehen. Die eine Frau, die weiß, dass ihr irgendwas Partner eigentlich jetzt in eine andere verliebt ist und da wirklich knistrige Gefühle hin und her gehen und ich einfach nicht verstehe, warum man den dann halten möchte oder zurück möchte oder das verstehe ich nicht. Und auch wie das, also weil es uns eben nicht erklärt wird, das möchte ich so vielleicht darstellen. Und zum anderen eben die Neue, die eben doch irgendwie merkt, dass er vielleicht doch noch irgendwie Züge hat zu der anderen. Und ich mir auch so denke, Junge, jetzt entscheide dich doch mal. Also ich finde das ganz schrecklich und ich finde das auch richtig schlecht irgendwie gezeigt, wenn ich ehrlich bin, weil ich für keine Seite irgendwie so richtig bin, ich keine Emotionen richtig nachvollziehen kann, ich auch ihn nicht so richtig verstehe, wobei ihn vielleicht tatsächlich noch am ehesten, aber oh, ich finde das echt anstrengend und nervig und ich bin einfach kein Freund von Dreiecksgeschichten, weder in Filmen, noch in Büchern, noch im echten Leben. Dementsprechend, kann mich da nicht einfinden und wenn mir das dann noch so schlecht verkauft irgendwie wird, wie in der Serie, dann bin ich halt gefühlt auch raus. Und ich verstehe eben auch einfach diese Frauen nicht, wo ich denke, Mensch, jetzt geh einfach, lass den Typen hinter dir, leb da dein Leben, wenn er dich nicht will und der andere dann, also, ja, es ist immer leichter gesagt, ich weiß, ich sehe schon hier den Shitstorm, aber ich möchte doch keinen Mann zurück, der eigentlich eine andere liebt. Also bitte. Also ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann gibt es eben auch noch so 2, 3 andere Erzählstränge, die ich so ein bisschen... Da gibt es jetzt auch so eine Jugendstory, wo sie aus der Großstadt kommt und ihn da jetzt zu ganz schlimmen Dingen verführt. Und man denkt sich so, oh, sind Jugendliche wirklich heutzutage so? Also lassen die sich von einem roten Lippenstift einer 16-Jährigen begeistern und vergessen, dass sie eigentlich keinen Alkohol trinken. Ich weiß nicht. Ich finde das, ja, ich glaube, mein Problem tatsächlich ist,
sind gar nicht so die Geschichten, sondern wie die mir erzählt werden. Und dass das eben überhaupt nicht authentisch ist, dass das nicht emotional ist, dass man so weg ist als Zuschauer. Mich regt das dann auch irgendwie auf, wenn ich es nicht verstehen kann. Wenn ich die Charaktere tausend Dinge fragen möchte, um dann doch keine Antwort zu bekommen, weil sie können mir natürlich nicht antworten. Also ich finde die zweite Staffel wirklich schwach, was diese Charaktere angeht, die Geschichten um die Menschen in diesem Städtchen. Und das einzig Schöne ist tatsächlich, sind natürlich die Naturbilder. Also wenn wir durch den Wald gehen, wenn da Kajaktouren geplant werden und wir einfach mal so einen Flussaufwärts Bilder haben und solche Dinge, das finde ich richtig schön. Das hat natürlich was, aber... Ja, oder auch, dass sie überfallen wird nachts in der Arztpraxis, jemand sie bedroht mit dem Messer und am nächsten Früh geht sie durch den Muttersee, alleinigen Wald, geht sie joggen. Wer macht das? Also, ja, also es ist, ich weiß noch nicht, ob ich weiterschaue, ob ich jetzt einfach mal eine Pause mache, aber ich habe tatsächlich gerade nicht mehr so viel Lust auf die zweite Staffel, was ich sehr schade fand, weil mir ja die erste Staffel doch sehr gut gefallen hat. Aber auf Netflix läuft Holiday und das war ein super toller, nicht unbedingt nur Weihnachtsfilm, sondern tatsächlich eher unterhaltsamer Film, der sich um alle Feiertage dreht, denn wir haben hier eben zwei Charaktere, die Single sind, die keinen Bock mehr auf ihre Familie haben an den Feiertagen, weil die Familie natürlich immer verkuppeln wollen, immer fragen, warum bist du denn Single? Und Paare haben es ja sowieso immer an sich, dann den Singles zu zeigen, dass es sowieso viel schöner ist an Feiertagen zu zweit. Und das wird halt hier wunderbar auf die Spitze getrieben. Und beide treffen sich dann irgendwie in der Mall beim Einkaufen und halten jetzt irgendwie fest, sie sind jetzt ihre Holidays. Das heißt, dass sie eben immer ein Date an den Feiertagen haben. Und das machen sie direkt nach Weihnachten zu Silvester. Da gehen sie auf eine Silvesterparty und Ostern und so weiter. Aber natürlich empfinden beide dann doch irgendwie was füreinander. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Also es war urkomisch. Ich habe an mancher Stelle wirklich lauthals gelacht. Ich habe das so gut manches nachvollziehen können und musste so lachen, wie überspitzt das natürlich gezeigt wurde. Aber dass man das eben kennt, dass man als Single durchaus mal am Katzentisch sozusagen sitzt oder sowieso viel lieber bei den Kindern sitzt und da ein Puzzle macht, als sich die anstrengenden Gespräche der Erwachsenen anzuhören. Dass man das ja durchaus kennt oder kannte oder ne? Und dass man sich dann auch manchmal selbst erkennt, dass man manchmal als Paar eben durchaus auch so gemein war oder das gar nicht beabsichtigt hat, aber ist ja immer nur für was Gutes. Also ja, großartige Filmempfehlung, nicht direkt nur Weihnachten, auch wenn das natürlich gerade zu Beginn und gegen Ende eine Rolle spielt, aber fand ich sehr unterhaltsam, überraschend lustig. Und dann haben wir einen Alltime-Klassiker angeschaut, Verrückte Weihnachten, den haben wir hier auf DVD. Das ist ja ursprünglich eine Verfilmung basierend auf einer Geschichte von John Grisham. Und wir haben hier ja auch eine Familie, die Tochter geht in den Friedenschor nach Peru, wird also Weihnachten nicht da sein. Und unser Protagonist rechnet jetzt mal hoch, was Weihnachten immer kostet. Und dafür gibt es eben auch eine Kreuzfahrt in die Karibik. Und dann wird jetzt eben diese Kreuzfahrt geplant. Und dann doch irgendwie an Heiligabend ruft die Tochter an und sagt, tu, ich habe jetzt hier meinen Verlobten bei, wir kommen. Er möchte jetzt unbedingt mal Weihnachten in den USA erleben und... Die ganze Nachbarschaft wird auf den Platz gerufen, obwohl es sich ja vorher die beiden, die eben eigentlich auf Kreuzfahrt wollten, jetzt nicht ganz so leicht gemacht haben. Also allein, wenn man dran denkt, dass man eben mal ein Jahr nicht dekoriert, keine Spenden gibt, Frosty nicht auf dem Dach landet und man auch keinen Weihnachtsbaum kauft und am coolsten finde ich dann eigentlich den Polizeikalender. Aber ja, eine lustige Geschichte mit trotzdem Emotionen und am Ende weine ich grundsätzlich immer mindestens ein Tränchen und ich finde es toll. Mir macht super viel Spaß. Ich mag den Humor da drin. Ich mag Tim Allen, Jamie Lee Curtis. Ich habe da unfassbaren Spaß. Dan Aykroyd als Bürgermeister der Straße, wenn man so möchte. Also es ist echt unfassbar lustig, unterhaltsam, hat natürlich auch einfach Weihnachtsflair und man merkt dann schon selbst, wo man so denkt, wäre eigentlich auch mal nicht schlecht, ne? So Weihnachten mit diesem ganzen Stress einfach mal weggelassen und einfach in die Karibik, fände ich auch eine tolle Idee. Aber ja, also kann ich absolut empfehlen, zwei Filme, die sehr unterhaltsam, lustig waren, aber gerade dann auch Verrückte Weihnachten am Ende durchaus eben auch was fürs Herz hat. Und das war es jetzt auch mit den Filmen und der Serie und den Büchern. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Ich bin gespannt, was ihr gerade so lest oder vielleicht auch an Filmen gerade schaut, ob ihr Weihnachtsfilmempfehlungen habt, immer gerne in die Kommentare. Lasst uns da noch ein bisschen austauschen. Noch haben wir ja so ein, zwei Wochen Zeit, um uns das auch anzuschauen. Ich denke mal, Weihnachtsfilme kann man durchaus ja auch noch bis in den Januar schauen. Und ich habe noch so ein bisschen was auf meiner Watchlist und freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Und wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen dritten Advent. Lasst es euch da gut gehen und danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.